Jetzt mal ganz ehrlich, wieso kaufen wir genau diesen einen Laptop oder wollen genau dieses eine Smartphone haben? Ja, okay, die Technikfans unter euch werden jetzt sagen, wegen der ganzen Features, die verbaut sind, aber mindestens genauso wichtig für die Kaufentscheidung ist doch ein cooles Design, oder? Und da kommt der technische Produktdesigner zum Einsatz. Er oder sie kümmert sich um den perfekten Look für technische Geräte. Und das müssen übrigens nicht immer nur Techniktrends sein für den Alltag, sondern auch Gabelstapler oder Kaffeemaschinen oder industrielle Hilfsmittel müssen dabei in Form gebracht werden. Jeder Auftrag als technischer Produktdesigner beginnt mit ein paar ganz wichtigen Fragen. Welche Anforderungen gibt es an das Produkt? Was brauche ich dafür und wie teuer darf es werden? Ganz konkret überlegst du dir dann, welche Materialien du verbauen möchtest oder welche Prozesse dafür nötig sind. In enger Absprache mit deinen Auftraggebern geht es nun ans Design. Hier kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Und oftmals fertigst du einen Prototypen an, der dann später in Serie geht. Du designst nicht nur mit Papier und Stift, sondern mit spezieller Software. Somit kannst du deine 3D-Modelle am 3D-Drucker ausdrucken und sie so deinem Kunden präsentieren. Die Ausbildung zur technischen Produktdesignerin dauert 3,5 Jahre und ist dual aufgebaut. Das bedeutet, dass du an 2 bis 3 Tagen die Woche in der Berufsschule bist und die restliche Zeit im Ausbildungsbetrieb. Das kann zum Beispiel ein Hersteller im Fahrzeugbau sein oder ein Unternehmen in der Verpackungsindustrie. Je nach Betrieb wählst du zu Beginn deiner Ausbildung einen von 2 Schwerpunkten aus. In der Fachrichtung Produktgestaltung und Konstruktion geht es in erster Linie um das Planen von späteren Produkten. Dafür lernst du in der Berufsschule vor allem verschiedene Werkstoffe kennen und weißt bald, mit welchen Montagetechnik man am besten arbeitet. In Übungen behältst du zunächst theoretisch die Kosten im Blick oder hältst alle Daten korrekt fest. Unter echten Bedingungen wendest du dein Wissen bald im Betrieb zusammen mit deinem Ausbilder an. Im Schwerpunkt Maschinen- und Anlagenkonstruktion entstehen am PC Stück für Stück deine 3D-Modelle für einzelne Bauteile oder Anlagen. Wichtig in der Berufsschule sind dafür besonders die Grundlagen der Steuerungs- und Elektrotechnik. Denn natürlich steckt in den Produkten jede Menge Technik, die einwandfrei funktionieren muss. Dafür führst du auch regelmäßig Fehlertests durch und verbesserst bei Bedarf die Funktionsweise. Je nach Branche fällt dein Gehalt in der Ausbildung unterschiedlich aus. Im Handwerk verdienst du im ersten Jahr im Schnitt 590 Euro. Im zweiten 640 und im letzten Jahr 750 Euro. In der Industrie ist da im Schnitt ein bisschen mehr drin. 970 im ersten, 1020 im zweiten Jahr, 1100 im dritten Jahr und 1150 Euro im vierten Ausbildungsjahr. Die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung für diesen Ausbildungsberuf hast du mit einer Hochschulreife. Es gibt aber auch Unternehmen, die dich mit einer guten mittleren Reife einstellen. Hauptsache, deine Noten in den Fächern Technik, Mathe und Physik sind gut. Du hast deinen Traumjob gefunden? Dann bewirb dich auf ausbildung.de.